Heute geht es hier im Teil 2 meiner Nextcloud-Serie über die Einstellungen von Nextcloud. In der letzten Folge habe ich euch die ganzen Apps nacheinander vorgestellt. Heute wollen wir uns mit den Einstellungen befassen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal geht es hier um die Einstellungen. Die erreichen wir, wenn wir auf unser Profilbild klicken. Da können wir zum einen unser eigenes Profil ansehen. Wir können auch direkt eine Talk-Verbindung zum Profil öffnen. Theoretisch Status setzen. Hier können wir einen Status festlegen. Der Online-Status, Statusnachricht setzen. An dem Häuschen sehen wir jetzt auch, dass wir einen neuen Status festgelegt haben. Erscheinungsbild und Barrierefreiheit. Hier können wir das Design verändern. Einen neuen Hintergrund festlegen. Ich habe ja einen eigenen Standard-Hintergrund hier festgelegt. Ja, ihr seht auch links, wir befinden uns in den persönlichen Einstellungen. Wir bleiben aber mal noch beim Profilbild. Hier kommen wir direkt in die persönlichen Einstellungen, die Administrationseinstellungen, die Apps, die Benutzer und mehr. Das werden wir jetzt nach und nach mal abarbeiten. Also, die persönlichen Einstellungen haben wir bereits im Bereich Themes, Erscheinungsbild und Barrierefreiheit betreten. Gehen wir mal nach oben. Da gibt es Teilen als weitere persönliche Option. Du kannst mit jedem Teilen, der ein Nextcloud Server oder andere Open Cloud Mesh kompatible Server und Dienste verwendet, gib einfach deren Federated Cloud ID in den Teilendialog ein. Dieses sieht wie folgt aus. Person@cloud.example.com. Teile es so, dass deine Freunde Dateien mit dir teilen können, zu deiner Webseite hinzufügen. All das können wir hier einstellen und angeben. Teile mit mir über Nextcloud. Interessante Funktion. Ich nehme an, die User werden hier direkt von meiner Webseite aus dazu eingeladen, hier Dinge hochzuladen. Besitz einer Datei oder eines Ordners auf jemand anders übertragen. Teilen. Das sind die persönlichen Einstellungen im Bereich Teilen, Mobile und Desktop. Lade dir Apps zur Synchronisierung deiner Daten herunter. Die Desktop-App für Windows, OS X, Linux, Android-App, F-Droid, App Store. Verbinde andere Apps mit cloud.syntux.org, verbinde Kalender, verbinde Kontakte, greife auf Dateien über WebDAV zu, Konfigurationsprofil für macOS, iOS herunterladen, Serveradresse und vieles mehr. Das findet ihr im Bereich Mobile und Desktop. Dann könnt ihr hier Benachrichtigungen einstellen. Was passiert, wenn eine neue Benachrichtigung eintrifft? Soll ein Ton abgespielt werden, zum Beispiel bei E-Mails oder nicht? Über welche Aktivitäten möchtet ihr informiert werden und wie möchtet ihr informiert werden? Per E-Mail oder per Push-Nachricht? Wie oft? Das könnt ihr hier auch angeben. Und ihr könnt auch angeben, ob ihr eine tägliche Aktivitätsübersicht zugesendet haben wollt. Dann haben wir den Bereich Sicherheit, Geräte und Sitzungen, Authentifizierung ohne Passwort. Hier können wir Geräte hinzufügen. Mit den Apps beschäftigen wir uns auch noch. Das dann im dritten Video zum Thema Nextcloud, aber jetzt bleiben wir hier erstmal bei den Einstellungen. Das ist der Bereich Sicherheit, wo wir auch das Passwort ändern können. Persönliche Informationen können wir hier angeben. Wir können einstellen, wie die Sichtbarkeit des Profils ist. Das im Bereich persönliche Informationen. Dann haben wir den Bereich Verfügbarkeit. Hier können wir Arbeitszeiten konfigurieren und zwar nach unterschiedlichen Zeitzonen. Auch spannend, wer es denn braucht. Verfügbare Abläufe an eine Unterhaltung schreiben. Schreib Termininformationen an eine Unterhaltung deiner Wahl. Analytics-Ablauf, Datei auslesen und den Inhalt einem bestehenden Datensatz hinzufügen oder ein Lesezeichen erstellen. Ablauf kann ebenfalls hinzugefügt werden. Ich weiß nicht genau, was ein Ablauf ist. Wenn Datei erstellt, Lesezeichen erstellt, Dateiname speichern. Konfiguration ungültig. Ja, ich weiß auf die Schnelle leider nicht, was ein Ablauf ist, aber das ist sicher leicht herauszufinden. Dann gibt es noch den Bereich Datenschutz. Deine Daten repräsentieren, wer du bist und können leicht missbraucht werden. Also man hat hier die Kontrolle über die eigenen Nutzerdaten. Man kann erfahren, wie die Daten gespeichert werden und wir werden auf die Freiheit, eine Plattform zu wählen, hingewiesen. Wer hat Zugriff auf deine Daten? Wie ist die Verschlüsselung? Wo befinden sich die Daten? Da kann der Administrator einen Standort für den Server auswählen. Dann gibt es den Bereich Office. Hier kann man ein Vorlagenverzeichnis auswählen oder so. Den Bereich Office habe ich aber nicht
aktiviert. Und damit haben wir die persönlichen Informationen eigentlich abgeschlossen. Und dann kommen wir als nächstes zu den Administrationseinstellungen, der Bereich Verwaltung, Übersicht. Zunächst wird hier automatisch auf Sicherheits- und Einrichtungsprobleme geprüft. Hier ist aber bei mir alles in Ordnung. Ihr kommt in die administrativen Einstellungen über Verwaltungseinstellungen. Im zweiten Bereich hat man dann die Möglichkeit, zum Nextcloud Forum zu gelangen oder zum Nextcloud auf GitHub Bereich. Gibt hier einen Abonnementschlüssel. Gibt auch Premium-Abonnenten, die kriegen dann Premium-Support und so weiter. Das habe ich alles nicht. Wir können hier einen Systembericht erstellen lassen, möglicherweise für den Support. Dann gibt es den Bereich Grundeinstellungen. Hier können wir Hintergrundjobs konfigurieren. Dank meinem Managed Server muss ich das zum Glück nicht machen. Wir können Nextcloud-Ankündigungen verfolgen im Benachrichtigungsbereich und wir können öffentliche bzw. kollaborative Tags festlegen, neue Schlagwörter erstellen. Das können wir machen. Viel mehr ist es hier nicht. Dann gibt es den Bereich Teilen. Als Administrator kannst du das Teilenverhalten fein abstimmen. Weitere Informationen findest du in der Dokumentation. Man kann Apps die Benutzung der Share API erlauben, Benutzern erlauben, Inhalte über Links und E-Mails zu teilen, Weiterverteilen erlauben. Das bezieht sich hier auf Gruppeneinstellungen. Teilen mit Gruppen erlauben, Benutzer auf das Teilen innerhalb ihrer Gruppe beschränken, automatische Vervollständigung der Benutzernamen im Teilendialog erlauben, zeige Haftungsausschluss auf der öffentlichen Upload-Seite und vieles mehr. Standardberechtigung für das Teilen, Federated Cloud Sharing. Legt fest, wie Personen zwischen Servern teilen können. Dies gilt auch für Freigaben zwischen Benutzern auf diesem Server, wenn sie die Federated Sharing verwenden. Hier können wir vertrauenswürdige Server hinzufügen. Federation Sharing. Und hier gibt es noch eine Funktion, die heißt geteilt über eine E-Mail. Ermöglicht Benutzern eine personalisierte Verknüpfung zu einer Datei oder einem Ordner durch Eingabe einer E-Mail-Adresse zu teilen. Was das jetzt im Einzelnen genau ist, das muss man ausprobieren und auf den eigenen Anwendungsfall zurecht konfigurieren. Kann ich euch im Moment auch nicht im Detail erklären alles, einfach weil ich selber nicht weiß. Im Bereich Sicherheit können wir dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten, sowie die serverseitige Verschlüsselung aktivieren, was aber zum Beispiel auch einen Geschwindigkeitsverlust nach sich ziehen kann. Wir können Passwortregeln festlegen und wir können Clients festlegen, die auf unsere Cloud zugreifen können. Das im Bereich Sicherheit. Dann gibt es im Bereich News. Das bezieht sich, glaube ich, auf die Nachrichten, Feeds habe ich euch vorgestellt. Hier gibt es eben den Bereich News, wo verschiedene RSS-Quellen Nachrichten sammeln. Und das ist auch der Beweis dafür, dass sich die Plugins, die man installieren kann, eben auch hier ins Verwaltungsmenü mit einnisten, weil hier können wir nämlich den Feed, so wie ich das verstanden habe, fein abstimmen. Dann können wir hier noch das Design festlegen, ein Standard-Hintergrund- und Login-Bild, Link zum Impressum und zum Datenschutz, das können wir hier angeben. Im Bereich Groupware können wir den Kalender-Server fein abstimmen sozusagen. Im Bereich Kontakte haben wir die Möglichkeit, die Aktualisierung von Avataren aus sozialen Medien zu erlauben oder auch nicht. Dann können wir hier die Mail-App fein abstimmen, fein einstellen, neue Einstellungen hinzufügen, alle Konten bereitstellen. Und außerdem kann man hier noch die Gmail-Einbindung und die Microsoft-Integration herstellen. Dann gibt es den Bereich Administratorrechte. Hier kannst du festlegen, welche Gruppe auf bestimmte Bereiche der Verwaltungseinstellungen zugreifen kann. Im Moment gibt es zwei Gruppen, nämlich die All-User und die User. Und das kann man eben hier einstellen. Ich frage mich allerdings, wo man die Gruppen genau einstellt. Das kommt vielleicht noch. Das ist der Bereich Aktivität, den wir ja als Administrator konfigurieren können. Dann gibt es den Bereich Benachrichtigung, Standardeinstellungen für Benachrichtigung hatten wir oben schon mal, Ton abspielen bei neuer E-Mail etc. Das kann man hier anscheinend auch serverweit konfigurieren, das heißt für alle Nutzer. Dann gibt es hier Ablauf, verfügbare Abläufe, weitere Abläufe, App Store durchsuchen, Flow. Mit dem App Store wollen wir uns später auch noch beschäftigen. Dann gibt es den Bereich Talk, den wir hier fein einstellen können. Einbindung in andere Apps, MetaBridge-Einbindung, was auch immer das ist. Auf Gruppen beschränken, Befehle, Prüfungen der Einrichtung des Webservers, Stun-Server, Turn-Server, Hochleistungs-Backend, gehostetes Hochleistungs-Backend, Aufzeichnungs-Backend, SIP-Konfiguration. Also,
Hier kann man Talk einstellen, leider ist das auch eine Wissenschaft für sich und ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Dann haben wir noch den Bereich Office, Nextcloud Office, leistungsstarke Collabora online-basierte Online-Office-Suite mit kollaborativer Bearbeitungsfunktion. Das wäre in meinem Tarif kostenpflichtig. Möglicherweise kann man hier auch einen eigenen Server verwenden, irgendwie kostenlos hier irgendwas machen, aber mir ist das gerade gar nicht so wichtig. Globale Vorlage können wir festlegen und andere Sachen. Also wenn ich Office in meiner Cloud haben wollen würde, dann müsste ich das bezahlen sozusagen. Deswegen ist das hier auch gesperrt. Dann haben wir hier den Bereich Datenschutz zu finden. Unter Lesezeichen aktiviere den Zugriff auf und das Sammeln von Informationen über die von dir hinzugefügten Webseiten. Das habe ich tatsächlich mal aktiviert und dadurch zieht es mir jetzt in meiner Cloud auch die Favicons der entsprechenden Webseiten. Dadurch wird das Ganze hier etwas bunter, meine Lesezeichensammlung. Das ist dafür da. Dann können wir hier noch die Leistung einstellen, die Vorschau und andere Dinge. Dann gibt es den Bereich Jitsi. Das hat irgendwas mit Videochats zu tun. Interessiert mich im Moment auch nur bedingt. Dann gibt es den Nutzungsbericht, den wir uns zusenden lassen können. Den Bereich Protokollierung. Hier werden wohl kritische Fehler protokolliert. Dann haben wir den Bereich System. Ja, hier sehen wir, wie unser System eben ausgelastet ist, wie viel Speicher es braucht und so weiter und so fort. Und last but not least gibt es hier noch die sonstigen Einstellungen, Kartenrouting-Einstellungen, Phone-Track. Das bezieht sich auch wieder auf spezielle Add-ons, die ich hier installiert habe. Ist also jetzt erstmal nicht so wichtig. Aktive Nutzer, PHP-Version, Datenbank und so weiter und so fort. Das alles unter System. Und wenn wir uns dann nochmal das Kontextmenü hinter unserem Profilbild ansehen, sehen wir jetzt hier unter Benutzer die verschiedenen aktiven Benutzer und hier können wir auch die Gruppen einstellen, beziehungsweise was die können, sollen, dürfen. Das ist hier möglich und dazu muss ich wohl erst einen Benutzer anlegen, um hier den Bereich weiter erforschen zu können. Also die Benutzerberechtigungen werden vermutlich über diesen Bereich hier eingestellt und dann gibt es noch den Bereich Apps. Hier können wir Apps aktualisieren, neue Apps hinzufügen und vieles mehr. Also die ganzen Apps, die wir benutzen können, sind hier in verschiedene Kategorien eingeordnet, zum Beispiel Spiele oder Kommunikation. Ihr seht, viele von den Apps, die hier vorgeschlagen werden, die sind bereits installiert und aktiv, andere noch nicht. Büro und Text. Also hier gäbe es sicher auch irgendwie jetzt die Möglichkeit, auch auf eine andere App zuzugreifen, die uns es zumindest ermöglicht, gemeinsam auf irgendwelche Notizen zuzugreifen oder so. Das ist der Bereich, die Apps und dann gibt es auch noch einen offiziellen Nextcloud-App-Bereich, den ich mir jetzt mal noch ansehen will. Und das hier ist ein bisschen merkwürdig. Das ist also das offizielle App-Verzeichnis von Nextcloud, weil hier nämlich auch einige Apps gezeigt werden, die bei mir nicht installierbar sind. Komischerweise. Weiß nicht warum, aber irgendwie sind wohl nur die Featured-Apps auch in meiner Managed-Installation verfügbar. Hier der Social Login zum Beispiel ist ebenfalls bei mir nicht verfügbar. Das ist komisch. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Wenn ihr das wisst, hinterlasst mir gerne mal einen entsprechenden Kommentar. Wir sind jetzt eigentlich so ziemlich durch mit dieser kurzen, naja, kurz in Anführungsstrichen, Nextcloud-Vorstellung. Was jetzt noch fehlt, sind die Apps, die wir uns bei nächster Gelegenheit nochmal ansehen werden. Wohlgemerkt nicht die Apps innerhalb der Nextcloud-Installation, sondern die Apps fürs Smartphone. Für diese Folge war es das aber. Wir sind erstmal durch. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zu diesem Video, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und